Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Wir haben in der letzten Folge ja gegen, weiß ich nicht, wegen gespielt. Auf jeden Fall spielen wir jetzt mal weiter. Und wir spielen direkt gegen Arminia Bielefeld. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. So, und ich würde sagen, wir keine Überraschung, starten hier auch direkt mal. Es kann tatsächlich sein, dass dieses Spiel ab und zu mal, das liegt einfach am Cloud Gaming. Also ich kann Lego Jurassic World aktuell nicht zocken. Deswegen. Und wir zeigen heute ein also, ich hoffe, es passiert nicht. Also, das wäre natürlich sehr geil. Gegen VfB Stuttgart. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Gefährliche Szene. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Mist. Da kommt die Ecke. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt. Eigentlich alles, es fehlt nur die entscheidenden Zentimeter. Ja, das hätte ich auch so gesagt. Ja, hätte ich den jetzt genommen, hätte er der Schiedsrichter da eh gepfiffen. Von daher habe ich einfach gar nichts getan. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit den meisten Toren. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Ja. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Okay. Ball erstmal im Aus, es gibt Einwurf. Ja, hier. Oder du siehst doch, dass da ein Mensch ist. Warum schießt er dann? Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Mist. Sehr gut aufgepasst. Sind zu deinen Mitspielern. Nur noch der Torwart, Vorsicht! Mann! Da gehen sie nochmal dazwischen. Glück gehabt, die Chance wäre gut gewesen. Ey, wie kam der denn jetzt noch an den Ball? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was regst du dich auf, Alter? Ich bin nicht gefoult. Er lässt sich da nicht aufhalten. Jetzt der Schuss! Mann! Den hat das super gehalten! Noch 0-0. Ich bin tatsächlich wieder aus der Übung raus, weil ich das Spiel eben nicht gespielt habe, aber trotzdem. Oh, sorry. Die Ecke kommt rein. Guter Aktion. Da kam das Gönnergy-Drink nochmal raus. Ich habe das grüne Gönnergy gerade getrunken. Also nicht ganz, weil 500 Milliliter schafft man jetzt nicht direkt. Deswegen. Gutes Technik. Ich frage mich, was die Leute alle mit dem Gönnergy haben. Also Gönnergy, also 500 Milliliter davon ist doch eigentlich ganz geil. Also gut, die kriegst du halt nicht so schnell leer. Und vielleicht ist das auch tatsächlich für Energy Drink zu viel. Aber wenn das jetzt Tee oder so wäre, würde das eigentlich schon geil sein, weil schön, wenig davon ist dann auch kacke wieder. So, und jetzt mache ich hier mal kurz bitte das erste. Vielleicht Tor. Die Führung jetzt! Mist. Das gibt's doch nicht gehalten! Na. Ja, also wir müssen einfach mal ein bisschen besser spielen jetzt. Der VfB Stuttgart dürfte heute genau da anknüpfen wollen, wo man beim letzten Heimspiel aufgehört hat, als der Gegner SC Freiburg hieß. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Sie erobern den Ball bis. Jetzt Einsatz. Geht damit vollem Einsatz zum Ball. Ja. Wir müssen einfach jetzt mal ein Tor schießen. Fuchs. Edward Nketiah. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Oh. Jetzt aber. Ja,
energischer Vorstoß. Und jetzt Bam. Wir machen das vor, um irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang nicht stärker. Ja, ist klar. Mehr für die Partie. Ist eine klar, erstes Tor jetzt hier mittlerweile. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Jo, war ein geiles Tor auf jeden Fall. Von einem sehenswerten. Wir jetzt natürlich noch eine gelbe gekriegt. Sie sind jetzt an Führung, 1-0. Also irgendwas stimmt mit der Cloud Gaming allerdings nicht mit Xbox. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von dir? Weil irgendwie hängt das aktuell die ganze Zeit. Aber ja, kann man jetzt eigentlich wenig dran ändern. Sanderberg. Beziehungsweise gar nichts. Pass bleibt hängen. Egal. Boah, das nervt, diese Ruckler von Cloud Gaming. Da muss Xbox das irgendwie noch besser hinkriegen. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Da verlieren sie den Ball. Oder warum ist bei mir immer alles faul? Nein, ja, das ist dann wieder nichts. Ne? Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ja, nee, also ich kann mich da schon wieder nur aufregen drüber. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Schön für die Minute Nachspielzeit. Die freut natürlich uns. Ja, das ist auch so blöd von FIFA, also von EA Sports. Dass er dann auf einmal pfeift, Junge. Und jetzt geht's hier weiter. Oder jetzt hör auf zu hängen, Spiel. Oh. Gefährlich jetzt. Die Chance. Er läuft zu früh los. Abseits. Ja, schön. Kann ich auch nicht vernünftig spielen, wenn dieses Cloud Game nur so rumhängt. Schon wieder. So, ich hoffe jetzt, dass das funktioniert. Ansonsten müssen wir jetzt einfach damit leben, dass es nicht geht. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. So. Gewinnt dieses Duell. Zieht ab! Was? Ah, es hängt immer noch. Ach Mann, ey. Das ist doch kacke mit X. Jetzt ist das Spiel auch noch abgestürzt. Ich muss mal kurz hier so machen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt zum 500. Mal geht's wieder weiter. Man musste hier gerade irgendwie auch noch ein Update installieren. Was definitiv sehr wenig gebraucht hat. Aber egal. Ja, schlecht. Oder schießt doch nicht in den rein. Jetzt nimmt das alleine. Bart 3-0. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Ja. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht einen überragend. Ja, es macht gerade aktuell gar keinen Spaß mit Cloud Gaming zu spielen, deswegen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich aktuell hier diese Spiele spielen kann, wenn das die ganze Zeit so rumparkt. Aber ja. Er kann sich durchsetzen. Ja, jetzt komm, gib mir die Rot und dann gehe ich runter und hat sich der Lack auf, Alter. Ja, komm, gib mir die scheiß Rot, so, fertig. Wir haben eh gewonnen. Ach ja. Also auch sowas hat man in YouTube-Videos.
Das werde ich da auch noch angeschnauzt, Junge. Ah, jetzt geht's in die EM-Qualifikation. So. Ja, Leute. Ich würde aber auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.